Drei Bundesliga-Kandidaten für Wintertransfers. Der erste, Lacroix. Ja, Vertrag beim VfL nicht allzu lange her verlängert, allerdings unter der Prämisse, dass er Champions League spielen soll. Jetzt sind sie da raus und aus dem DFB-Pokal auch und in der Bundesliga geht's auch bergab. Der Spieler soll nicht zufrieden sein und der VfL braucht eventuell Einnahmen. Und Real soll bereit sein, im Winter 30 Mio zu bezahlen. Und Dennis Zakaria ist natürlich auch mit dabei. Wir wissen, der Vertrag bei Gladbach läuft im Sommer aus. Der BVB hat großes Interesse, allerdings müssten dort wohl erst Bürki und Renier gehen, damit man das finanzieren kann. Sein Wunsch soll Barca sein, aber die haben auch nicht so richtig viel Geld. Gladbach, sportlich schwierige Situation. Ob man den Mann jetzt gehen lässt? Niklas Süle. Die Vertragsverlängerung ist inzwischen wohl ausgeschlossen. Ein Abgang im Winter? Nicht wahrscheinlich. Allerdings, es gibt Vereine, so wie Newcastle, die bereit sein sollen, ordentlich zu blechen. Wird der FC Bayern den Abwehrspieler im Winter abgeben?